Zum fünften Mal führen wir Deutschlands härtesten Netztest durch. Und zum fünften Mal in Folge heißt der Sieger Deutsche Telekom. Sie bietet das beste Mobilfunknetz für Sprachanrufe, für Daten und für die moderne LTE-Übertragung. Vodafone folgt mit Abstand auf Platz 2. Den dritten Platz teilen sich 2014 mit exakt der gleichen Punktzahl Telefonica, O2 und E+. Beim mobilen Internetzugang hat O2 dank des weiter fortgeschrittenen LTE-Ausbaus einen leichten Vorsprung, E+ hingegen beim Telefonieren. Im Vordergrund steht bei unseren Netztests immer das ganz normale Verhalten der Nutzer. Wichtig dabei sind mobiles Telefonieren und Surfen. In Städten und auf dem Land, in Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln. Insgesamt haben unsere Messtechniker weit über 7000 Kilometer zurückgelegt und ca. 1,4 Terabyte Daten mobil übertragen. Dabei nutzten sie das Auto, fuhren S- und U-Bahn und gingen zu Fuß durch die bevölkerungsreichsten Großstädte aller 16 Bundesländer. Die beste Sprachqualität bekommen sie im Telekom-Netz. Verbindungsfehler treten hier äußerst selten auf. Doch auch in den anderen drei Netzen telefonieren sie nur unwesentlich schlechter. Vodafone liegt auf einem guten zweiten Platz, aber auch E+ und O2 beherrschen das Telefonieren souverän. LTE-fähige Smartphones sind längst im Massenmarkt angekommen und bereits für unter 150 Euro zu haben. Kein Wunder also, dass die LTE-Technik für die Bewertung des mobilen Internetzugangs eine wesentliche Rolle spielt. Beim YouTube- und Internetsurfen ist ein zuverlässiges und schnelles Netz essentiell. Hier zeigt die Telekom der Konkurrenz erneut nur die Rücklichter und verdoppelt die durchschnittlichen Datenraten im Vergleich zum Vorjahr. E+ hat inzwischen auch mit dem LTE-Ausbau angefangen und dort, wo ein 4G-Netz verfügbar ist, überzeugt die Performance. Allerdings erhalten E+-Kunden deutlich seltener LTE-Zugang. Gerade mal während eines Viertels der Messzeit konnten sich die E+-Test-Smartphones im 4G-Netz einbuchen. Vodafones Investitionen in den Netzausbau zeigen Erfolg in Sachen LTE-Verfügbarkeit. In dieser Disziplin schlägt der Düsseldorfer Netzbetreiber die gesamte Konkurrenz inklusive Telekom. Über 75% der Messzeit war im Vodafone-Netz LTE verfügbar. Bei der Telekom waren es immerhin gut 68%. Allerdings zeigt Vodafones LTE-Netz Schwächen. Vor allem in Norddeutschland hatten wir während unserer Messungen häufig nur ziemlich langsame Datenverbindungen. Die Folge? Bei der LTE-Performance landet Vodafone hinter Deutscher Telekom, E+ und O2 nur auf dem letzten Platz. Die höchsten Datenraten bietet das LTE-Netz der Telekom, die auf den ersten 43 Plätzen landet. Der schnellste Download hatte über eine Dauer von 30 Sekunden eine rekordverdächtige mittlere Datenrate von 126,7 Mbit pro Sekunde. Auf Platz 44 folgt mit Vodafone erstmals ein anderer Provider. Auf Platz 72 steigt E+ ein. O2 taucht im Download-Datenraten-Ranking abgeschlagen erstmals auf Platz 652 auf. Unser Fazit: Beim Telefonieren verstehen sich alle Netzbetreiber auf ihr Geschäft. Dennoch liegt die Telekom im Vergleich zum Rest der deutschen Anbieter vorn. Beim mobilen Surfen gibt es nach wie vor große Unterschiede. Vor allem die LTE-Technik beschleunigt den mobilen Internetzugang massiv. Auch hier sichert sich die Telekom mit klarem Abstand den Sieg. Alle Fakten und Hintergründe zum Netztest lesen Sie auch online. Noch mehr Videos finden Sie in unserem Video-Channel. Falls Sie ausführliche Testberichte und aktuelle News zu einzelnen Produkten suchen, schauen Sie doch mal auf chip.de vorbei. Und wenn Sie in Zukunft kein neues Chip-Video mehr verpassen möchten, können Sie unseren Kanal ganz einfach mit einem Klick abonnieren. Natürlich finden Sie uns auch bei Facebook, Twitter und Google+.